Und herzlich willkommen, ihr Lieben. Endlich gibt es mal wieder ein kleines Lebenszeichen hier von mir. Ich hoffe ja, dass ihr es entweder auf YouTube über den Community-Tab oder über Instagram über meine Story mitbekommen habt. Ich hatte Besuch von Tante Corinna und morgen ist jetzt Woche 3 nach meiner Infektion und vielleicht kann man noch immer so ein bisschen anhand meiner Stimme hören. So ganz über den Berg bin ich immer noch nicht. Also meine Stimme ist immer noch leicht belegt. Und ich habe zwischendurch auch immer mal wieder so trockene Reizhustenanfälle. Sehr angenehm, kann ich euch sagen, nicht. Und aus diesem Grund war es jetzt hier einfach die letzten 3 Wochen sehr, sehr still um mich und auch auf Instagram, weil ich einfach richtig, richtig fett krank war und es mir überhaupt nicht gut ging. Ich habe von euch auch ganz, ganz viele liebe Nachrichten bekommen und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und die haben natürlich auch mitunter dazu beigetragen, dass die Zeit nicht ganz, ganz so schlimm für mich war. Ja, vielleicht habt ihr es auch schon im Titel des Videos gesehen. Wir müssen ein bisschen darüber sprechen, wie es jetzt hier auf meinem Kanal weitergeht. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich immer 2-mal die Woche Videos für euch hochgeladen habe. Einmal donnerstags abends und sonntags mittags. Wer das in der Vergangenheit noch nicht so mitbekommen habt, jetzt wisst ihr das. Und es ist so, dass in der nächsten Zeit einiges bei mir anstehen wird, das schon einen entscheidenden Einfluss erstmal auf meine Freizeit hat und auf mein Leben und ich deswegen hier schauen muss, wie es in dieser Zeit, zumindest temporär für einen gewissen Zeitraum weitergeht. Es ist so, dass ich in dieser Zeit, genau in diesen 3 Wochen, in denen ich jetzt zu nichts gekommen bin, eigentlich vorgehabt hatte, jede Menge Videos für euch vorzuproduzieren, dass ihr in den nächsten Wochen trotzdem weiterhin mit den 2 Videos pro Woche versorgt seid. Und wie man sich sicherlich denken kann, dadurch, dass ich krank war, klappte dieser Plan nicht und dementsprechend wird es auf jeden Fall etwas spartanischer hier ablaufen. Es ist so, dass ich jetzt erstmal über meinen Geburtstag mit Freunden reisen werde. Ich habe nämlich am 12.07. Geburtstag, ich bin ein Krebs und ich habe einen Musicalbesuch in Hamburg geschenkt bekommen und darauf freue ich mich schon sehr. Und deswegen sind wir dort ein paar Tage und dann werde ich auch Mitte Juli in Berlin auf der BerlinCon sein. Da geht es um Brettspiele, Gesellschaftsspiele und Rollenspiele. Falls ihr an diesem Event ebenfalls teilnehmen werdet in Berlin und ihr solltet mich sehen, dann seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, mir Hallo zu sagen. Freue ich mich, können wir mal ein kleines Ründchen miteinander schnacken zumindest. Aber danach geht es für mich direkt in Kur. Und zwar für planmäßig 5 Wochen. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, geht nicht so richtig viel. Und dementsprechend komme ich wieder auf den einleitenden Satz meines Videos zurück. Ich hatte eigentlich vor, für diese Zeit vorzudrehen, aber da hat mir eben Tante Corinna einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe jetzt nur noch wenige Tage Zeit, bis wirklich der Trip nach Hamburg beginnt. Und muss euch ehrlich sagen, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dieses Workload, sag ich jetzt mal, fürs Vordrehen für 2 Videos die Woche vorab jetzt noch zu stemmen. Weil es geht ja nicht nur ums Drehen, es muss ja auch bearbeitet und hochgeladen werden. Und bei aller Liebe, das schaffe ich nicht. Und ich bin sehr frustriert darüber, ich bin sehr verärgert darüber, weil ich da einfach einen anderen Anspruch an mich habe und euch eigentlich gerne diese 2 Videos pro Woche bieten wollen würde. Aber ich muss da einfach realistisch sein und das schaffe ich einfach nicht. Und während des Urlaubs
ist Drehen sowieso nicht angesagt und während der Kur vermutlich auch nicht. Und deswegen muss ich einfach mal schauen, wie viel ich jetzt wirklich in diesen wenigen Tagen, die ich noch habe, schaffe. Ich fände es natürlich ganz, ganz toll, wenn ich es schaffen würde, euch zumindest ein Video pro Woche hier liefern zu können. Aber ich kann es euch nicht versprechen und ich hoffe, dass ihr da Verständnis mitbringt und ja, euch zumindest dann eben über das eine Video pro Woche, was ich euch da bieten kann, freut. Ich lese natürlich weiterhin alle eure Kommentare und versuche die auch zu beantworten. Ich weiß auch noch nicht so genau, wie es auf Instagram weitergeht, weil ja, ich werde mich natürlich schminken, auch in dieser Zeit, aber dann extra Posts vorzubereiten und auch eben die entsprechenden Fotos zu schießen für diese Instagram-Seite. Ja, die dauern auch ein bisschen. Das ist nicht einfach mal so einmal kurz abgeknipst und dann ist das im Kasten. Deswegen möchte ich einfach nur, dass ihr Bescheid wisst und vorbereitet seid für die nächste Zeit. Und was mir ganz wichtig ist, dass ihr das auf jeden Fall wisst. Ich habe ja meine Kanalmitgliedschaft hier und da gibt es ja drei verschiedene Ränge und ab Rang 2 hat man ja zusätzlichen Zugang zu einem Member-exklusiven Video im Monat. Das Video für Juni muss ich jetzt noch nachliefern. Das habe ich einfach ja durch die Krankheit nicht geschafft abzudrehen. Aber für Juli und August wird es auf jeden Fall weiterhin mindestens im allergrößten Fall, das ist das absolute Minimum, was es geben wird, weil die Leute da eben ja finanziell meinen Kanal auch unterstützen und dementsprechend finde ich auch ein Anrecht auf dieses Video haben. Also das ist gesichert, dass ihr das wisst, falls ihr Kanalmitglied bei mir seid. Und ich freue mich natürlich für alle, die auch diese etwas schwierige und turbulente Zeit jetzt hier weiterhin mit mir durchstehen. Ich hoffe, dass es dann ab Ende August bzw. September dann hier wieder ganz normal weitergehen wird. Ja, und das war es eigentlich auch schon von meinem kurzen Update. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für und danke euch für euren lieben Support, den ihr mir immer entgegenbringt und bin sehr, sehr dankbar für euch als meine treue Community. Ja, damit verabschiede ich mich aus diesem Video und harre der Dinge, die da kommen werden. Ich drücke euch ganz, ganz lieb, fühlt euch geknuddelt und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bleibt mir gesund, macht's gut und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.